Herzlich willkommen zum Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid. Wir sind zu Gast mit Tana Bergobeno, was ich dachte, wäre auch original drauf, aber scheint nicht der Fall zu sein, leider. Aber ist okay, aber wir haben es gesehen in der Aufstellung. Da ist auch gleich am Ball. Real Madrid, diesmal sind sie dabei. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, die großen Stars von Real sind in der Startelf. Das wird heute eine richtig schwere Aufgabe für unsere Schalker Mannschaft, aber wir führen ja 2:0 aus dem Hinspiel. Jetzt heißt also heute erstmal wenigstens einen Punkt rausholen. Wenn es mal 1:0 verlieren, ist auch nicht so schlimm. Denn wir wollen in die nächste Runde. Ronaldo vorbei an Garrix, Neustädter. Ja, Papadopoulos die einzige Änderung da hinten drin. Neu im Spiel für Jan Kirchhoff, der ein bisschen außer Form war, kriegt eine kleine Denkpause auf der Bank. Benny Hövedes, ja, weil er halt der Kapitän ist. Und ich glaube, so ganz mit Absicht hat er das letzte Mal ja auch nicht gemacht gegen Freiburg da mit der roten Karte. Fakt ist aber, ich denke, er wird vielleicht sogar seinen Stammplatz wieder verlieren. Mal sehen. Özil jetzt, langer Ball. Schöner Pass auch Angel Di Maria, der flankt direkt mit rechts hinein. Neustädter ist wieder da. Und Draxler hilft wieder mit aus. Draxler, Özil fängt ab. Draxler kommt den Ball entgegen, fälscht ab. Und jetzt hat Hövedes den Ball. Der hoffentlich nicht nervös sein wird. 3 Spiele Sperre hat er bekommen. Benny muss 3 Spiele in der Bundesliga aussetzen. Huntelaar. Verfahren. Und Draxler. Renato Augusto. Huntelaar. Schlechte Pässe hier. Verfahren nochmal. Nochmal Huntelaar. In der Spitze ist Augusto. Augusto! Iker Casillas mit der ersten Glanzparade. Und wie mit der ersten Riesenmöglichkeit. Jetzt die Konterchance Real. Und was für ein Fehlpass von Cristiano Ronaldo. Verfahren spielt den Ball klasse vorbei an Pepe. Nochmal raus auf Verfahren von Augusto gespielt. Huntelaar in der Mitte startet Draxler gegen Albiol. Das ist Bastos. Kommt nicht ran. Schade. Na, wir suchen sogar den Abschluss in den ersten 20 Minuten hier. Angel Di Maria läuft durch. Büttner bricht ab. Warum auch immer. Angel Di Maria mit der Flanke. Am langen Pfosten kommt Ronaldo ran. Aber Papadopoulos. Klasse wieder. Der Grieche. Saß jetzt lange auf der Bank aufgrund der Stammplatzhierarchie da zwischen Kirchhoff und Hövedes. Jetzt ist Papa wieder da und er macht das recht gut hier wieder. Bastos, schade, gut gedacht. Augusto fängt den Ball erneut ab von Real. Raus auf Fafan. Fafan kommt nicht durch. Fafan haben wir aber so auf den Weg gegeben, dass er sich reinhängen soll. Özil. Gut gesehen auf Di Maria. Der hat mir zu viel Freiraum da. Was macht Büttner? Bastos. Und Huntelaar. Augusto. Verfahren. Pepe ist früher dran. Ramos. Khedira. Di Maria erneut. Hat wieder zu viel Freiraum. Kommt keiner entgegen, aber die Pässe. Wenn er so eine Pässe weiterhin schlägt, dann können wir den Freiraum ihm geben. Natürlich gerne. Gut, dass wir den Ball laufen lassen hier. Ah, schlecht von Augusto. Wieder Di Maria. Diesmal ist Büttner dran. Klasse. Diesmal vorne Alex Büttner. Der Linksverteidiger zu Beginn der Saison. Nee, Quatsch. Zu Beginn des Let's Plays gekommen. Vorne Manchester United. Mittlerweile im Winter fester Bestandteil bei Schalke. Hat einen Vertrag bei uns für 11 Millionen gekauft worden. Per Kaufoption. Pepe. Higuain. Und Ronaldo. Ronaldo. Vorbei an Garrix. Ronaldo gegen Papadopoulos. Ist der eiskalte Typ. Wie er den Ronaldo da abkocht. Klasse. Verfahren. Seitenwechsel auf Michel Bastos. Hat er. Och Mensch, Michel. Geranda. Ramos mit dem Einwurf. Rechtsverteidiger wieder. Sergio Ramos. Klasse, wie wir den Ball hier laufen lassen im Mittelfeld. Aber jetzt können wir uns den Ball nicht trennen dann wieder. Können wir uns nicht vom Ball trennen. Huntelaar, Augusto. Da startet Draxler in die Mitte. Huntelaar spielt auch auf Draxler. Der ist da klasse in die Mitte gestartet. Das finde ich ja auch gut, wie die sich hier abwechseln mit dem in die Spitze starten. Also immer wieder stößt einer als zweite Spitze zu Huntelaar dazu von den Zehnern. Von entweder Relaxo, sag ich. Ich hoffe, wir sind ja nicht bei Pokémon. Entweder Renato Augusto oder eben Julian Draxler. Büttner bleibt hängen, stark weitergeleitet. Huntelaar, nochmal Büttner. Huntelaar. In der Mitte lauert Draxler. Nee, das ist Augusto! Das ist das 1-0 für uns! Und das dürfte das Halbfinale sein! Klasse, ausgespielter Konter. Huntelaar sucht Renato Augusto in der Mitte und der eiskalt aus der Drehung ins lange Eck. Klasse gespielt. Albiol.
Özil. Und da ist Halbzeit. Mit dem Pausenpfiff geht's mit einer 1-0-Führung. Ach, Quatsch, mit dem Pausenpfiff erzielen wir das 1-0. Ich bin schon hier ganz durcheinander. Ja, gegen Freiburg bieten wir eine dritte Leistung. Gegen Real Madrid hier spielen wir schon wieder Weltklasse. Unglaublich. Unsere Schalker hier. So, müssen wir schauen. Wechsel brauchen wir erstmal noch nichts. Halbzeitansprachen. Hier in heute gibt es nur noch den Sieg, Leute. Ganz klar. Spielergespräche. Den können wir was auf den Weg geben. Huntela, klasse Leistung von ihm bisher. Den Ersatzkapitän. Nee, Quatsch. Ersatzkapitän ist ja heute nicht. Höwedes ist ja dabei. Ansonsten Renato Augusto weiter motivieren. Draxler motivieren. Genauso wie auch Michel Bastos motivieren. Den können wir noch motivieren. Also hier können wir viele. Irgendwie die eine können wir alle loben. Pöttner motivieren wir mal noch eher. Zack, so. So, Massage gibt es dann für Garrix, für Fafan. Und wer kriegt noch eine? Renato Augusto kriegt noch eine. An Höveda oder Shiatsu, ja, natürlich. Ab geht's, zweite Halbzeit, Draxler, Huntela beim Anstoß. Das Halbfinale kommt immer näher. Oh, Neuerstädter mit einem plumpen Pass. Aber Di Maria kann das nicht nutzen. Der selber mit einem Katastrophenpass. Für Real ist es ja fast eine Blamage. Garrix mit dem Einwurf, Fafan. Oh, schlecht gespielt von Jeff. Ronaldo flankt hinein. Di Maria mit dem Tor. Nee, doch nicht. Ich dachte, er war drin. Ich dachte, wegen Abseits abgepfiffen worden oder so. Aber das ist ja ein Ding. Den verzieht er noch. Abstoß, Arthur Moraes. Nach rechts raus. Oh, den gibt da Ronaldo auch noch. Higuain. Rausgeleitet auf Ankrell. Di Maria. Also den kann man mal raus. Den würde ich schon längst rausnehmen. Was der für Flanken schlägt. Das ist ja katastrophal. Huntela, Draxler. Renato Augusto. Fafan. Nochmal Augusto. Ja, Fafan braucht eine Stunde, um aufzustehen. Das weiß man doch. Di Maria gegen Büttner. Jetzt kommt der Pass von Di Maria mal an. Ronaldo. Papadopoulos dazwischen. Block zur Ecke ab, das Ding. Und Cristiano Ronaldo, der Superstar, der teuerste Spieler der Welt, wird es wohl selbst machen in der 56. Minute. Özil, Höwedes davor und Papadopoulos klärt. Nochmal Khedira reingeschlagen nach vorne. Weg das Ding. Und wir bereiten den ersten Wechsel vor. Für Görgi Garrix wird Atsudo Uchida ins Spiel kommen. Der ist wieder besser in Form sogar. Also, ich glaube, der wird nach seiner Spielesperre doch wieder Garrix verdrängen. Higuain. Klasse gespielt auf Di Maria. Genau die in die Schnittschnelle. Höwedes geht rauf. Höwedes! Mit solchen Gerätschen kennt er sich ja aus. Aber zieht diesmal keine Karte dafür. Und Garrix, der ist einfach platt. Da fehlt einfach die Fitness noch nach seiner langen Verletzung. Dafür kommt Atsudo Uchida rein. Den ja den Standpass geklaut hat sozusagen. Jetzt aber eine Rutschsperre hatte. Absetzen muss in der Liga. Das ist Higuain! 1-1! Freistoß, Higuain gegen Papadopoulos und da haut er das Ding einfach in den Winkel. Keine Chance für Moraes. Aber da hätte Papadopoulos besser drauf gehen sollen. Allerdings, die Konstellation ist ja jetzt ganz anders. Das Gegentor macht uns gar nichts mehr aus. Selbst wenn Real jetzt 3-1 gewinnt, sind wir weiter. Di Maria, Papadopoulos. Bastos und wir werden weiteren Leuten Spielpraxis geben. Huntela wird rausgehen, für ihn kommt Jelle Fossen ins Spiel. Genauso wie Leon Goretzka für Jefferson Fafan ins Spiel kommen wird. Auch er wird geschont. Nochmal Konterchance für uns. Draxler, Huntela sucht Fafan. Ne, wird nichts. So, 70. Minute, 69. Real bringt noch einen zusätzlichen Stürmer. Wir bringen auch einen neuen Stürmer, allerdings ist das ein 1-1 Wechsel. Ach, das war kein Stürmer, das war, ich dachte, das wäre Benzema gewesen. Aber es war Maxi Pereira, der für Ramos reinkommt. Und bei uns Doppelwechsel eben Goretzka und Forsen für Verfahren. Und Huntela, Ronaldo vorbei an Uchida, Cristiano Ronaldo. Hat ganz viel Platz, Ronaldo. Sucht Neustädter, klärt das Ding. Forsen sucht Leon Goretzka, Fabio Contrao ist da. Higuain nochmal, der Torschütze.
Ronaldo. Ah, Uchida, klasse! Was? Das war ein Foul. Ich dachte, Uchida hat da den Ball getroffen. Hat er eigentlich auch. Sieht aber die gelbe Karte wie ein angebliches Foulspiel. Schauen wir mal nach. Na, lässt er sich austanzen und da spielt er klar den Ball. Nee, für mich war es kein Foul. Jetzt kommt Benzema rein, 12 Minuten Verschluss. Aber für mich war das Ganze eben kein Foul. Uchida spielt ja klar den Ball. Und dann trifft er halt den Gegner noch. Aber das ist ja egal. Ronaldo! Ach, kann schießen lassen. Wie so oft. Also ich habe von dem selten Freischüsse, gute Freischüsse sehen. Oh, Mourage, was ist mit dem Abstößen los? Kommt schon wieder mein Gegner an. Ronaldo. Flanke. Böttner ist da. Und nochmal Uschi. Klärt raus auf Goretzka. Oh, Leon. Abspielen. Aber immerhin gibt es einen Wurf für uns. Trotzdem hat Goretzka da früh. Was? Nee, das ist echt lächerlich, dass die jetzt einen Wurf kriegen. Das war ja wohl eindeutig eben. Jedenfalls ist Christian Eriksen jetzt drin für Cristiano Ronaldo. Eriks mit der Flanke. Höwe, das glaube ich war's. Vor Higuain, Büttner. Jetzt drückt Real natürlich nochmal, aber die müssen 4-1 gewinnen, um über weiterzukommen. Fossen. Nee. Benzema. Albiol. Higuain. Fossen. Bastos. Draxler. Nee, 3-1. Ja, doch, 4-1 müssen sie gewinnen. Goretzka, klasse gespielt. Wielle Fossen. Nochmal raus auf Goretzka. Der Pass war nicht ganz so gut, aber egal. Leon Goretzka. Hätte einfach flanken sollen. Eriksen. Der Siegesmarsch von unseren Schalkern. Noch wenige Sekunden bis zum Halbfinale, Leute. Özil, Neustädter, nochmal geklärt. Fossen, nur nochmal hinten rum. Jawohl. Ball in der eigenen Reihen halten. Pfeif ab das Ding. Draxler. Klasse, Pass nochmal und es ist Schluss. Schalke steht im Halbfinale der Champions League 2013-2014. Unfassbar, wir schlagen auch Real Madrid. Jetzt heißt es aber wieder in der Liga auf, wieder auf den Ast kommen. Nee, daran denken wir jetzt mal nicht. Jetzt wird erstmal gefeiert. Schalke steht im Halbfinale der Champions League, unglaublich. Und wir sehen uns gleich mal in Nachbetrachtung an, wie die anderen gespielt haben. So, Leute. Da haben wir es also. Schalke steht im Halbfinale der Champions League. Ein 1:1 reicht locker aus im Santiago Bernabéu, um in die Runde der besten vier Mannschaften Europas einzuziehen. Klasse, Huntelaar, bester Mann gewesen, hat die Torvorlage gegeben. Klasse, Leistung von ihm. Renato Augusto erneut mit dem Champions League-Treffer. Utsudo Uchida mit Note 4. Die anderen haben es doch nicht mehr geschafft mit der Note, schade. Jelle Fossen. Der Marktwert sinkt ganz schön ab. Ich hoffe, in der nächsten Saison kommt er besser zum Vorschein. Ja. Schauen wir auf die Statistiken. 3:3 Schüsse aufs Tor. 3:3 Chancen. Heute war es richtig ausgeglichen. Heute war es ein ausgeglichenes Spiel. Knapp 2000 Schalker sind mitgereist, um den Einzug ins Halbfinale zu feiern. Und wir gucken auf die anderen Ergebnisse. Bayern schlägt auch zu Hause Juventus Turin mit 1:0 und führt auch. Mitsch, was ist mit mir los? Und zieht auch ins Halbfinale ein. Inter Mailand verliert das Ding sogar noch. In Lyon. Lyon setzt sich mit 3:0 durch. Buffett, Timbi, Gomis macht alle drei Tore. Mit einem Hupenrein-Hattrick in der 54., 58. und 62. Also da waren die Träume von Inter Mailand innerhalb von 8 Minuten ausgeträumt. City schlägt auch im Rückspiel Chelsea zu Hause im Etihad Stadium mit 2:0. Also im englischen Duell ein ganz klares Ding. Also, wen wollen wir am liebsten haben? Lyon würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich würde mich auf ein Duell gegen Bayern freuen. Stimmen. Was sagt Gonzalo Higuain? Das war ein schönes Tor von mir. Normal muss man da gewinnen. Ja. Normaler Sieg hätte ich auch nicht geholfen. 4-1 hättet ihr schon gewinnen müssen. Oh, Leute, wir sind im Halbfinale Champions League. Wir schauen auf die Auslosung. Gegen wen müssen wir ran? Am besten wäre erst auswärts. Bayern München, komm schon. Das wäre das Traumlos gegen Bayern im Halbfinale. Oder doch ein deutsches Finale? Olympique Lyon, wir kriegen Manchester City, den englischen Meister. Und erst zu Hause wieder. Ach, das ist eklig, das ist scheiße. Erst zu Hause ist blöd. Ganz blöde Auslosung. Wir kriegen die schwersten Gegner auch noch. Aber okay. Wer ins Finale will, der muss sich auch dadurch sehen. Aber wir haben schon mehr als das Ziel erreicht in der Champions Saison dieses Jahr, also von daher, 5 Jahreswertung Deutschland, ganz nah dran an Spanien. Vor allem, weil wir ja den spanischen Vertreter rausgeschmissen haben, die letzten. Zusätzliches Budget kriegen wir auch noch, wow.
Hinweise auf Einsatzprämie. Aha. So, Renato Augusto, ja. Allenjugend. Gewinnt 3-0. Schön. Pokalprämie. 4 Millionen Euro haben wir gekriegt. Wir spielen gegen Manchester City. Zusätzliches Budget 7,3 Millionen. Weiteres Reservebudget. Abgeschlossen. Das geht gegen Hannover das nächste Mal, Leute. Gut. Wann findet das Halbfinale denn statt? Oh, wir haben ein bisschen Pause. Wir haben wieder Länderspielpause. Da können wir uns beim nächsten Mal noch was noch Gedanken drüber machen. Also, Leute. Das war's dann erstmal für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schalke steht im Halbfinale der Champions League. Das ist die Erkenntnis des Tages. Haut rein. Ciao, ciao.